gar keinen Bock. Habe ich mir richtig Mühe gegeben damals. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. One Day in the Life, das fand ich eigentlich chillig, da habe ich mir ein bisschen, da ich nur das BMX-Rad, das ist halt schon, ja, das steht zwar 2 Jahre, aber ist schon bald 3 Jahre her. Das war, als mein Fahrrad geklaut wurde, da war ich so down, Alter, guck mal, ich war kurz vorm Heulen, Alter. Schauen kurz rein in das Video, wo mein Rad geklaut wurde, ich war so pissed, Alter. Und dann machen wir das One Day in the Life Video. Oben in dem Park, mega Aussicht auf die LA Skyline und da wollte ich dann ein bisschen Fahrrad fahren. Stop das. 20 Minuten später. Yo, Leute, ich hab grad. Alter, so down, Alter. Ich bin nicht klargekommen. Ich dachte, es wäre ein schlechter Film. Ich hatte mein Rad die ganze Zeit hinten auf der Ladefläche, die abgeschlossen war. Jetzt wollte ich es gerade auspacken und dann sehe ich hier, dass das hier so aufgebogen ist und voll schief. Alter, das gibt's nicht. Gar keinen Bock. Heute wieder Rad geklaut. Jetzt, zum Glück kann ich jetzt drüber lachen. Aber damals, ey, das war mein einziges Rad, was ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, weil ich vorher, bevor ich nach LA bin, hatte ich damals alle Räder verkauft, weil ich auch nicht so viel mitschlüren wollte. Das einzige Rad, was ich hatte, und danach hatte ich halt nichts mehr zum Fahren. RIP. 2017 bis 2017. Oh, nicht weinen. Ehrlichkeit, so unwahrscheinlich. Müsst ihr euch vorstellen, das war mein einziges Rad, was ich hatte. Es war Weihnachten. Sieht nicht danach aus, weil das Wetter da so geil ist. Aber es war Weihnachten. Ich musste Weihnachten das Jahr alleine verbringen, weil ich halt ohne meine Familie offensichtlich in L.A. war. Und dann habe ich am, ich glaube, erster Weihnachtsfeiertag war das, einfach erfahren, dass mein Rad weg ist. Merry Christmas! Video machen. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Alter. Merry Christmas, Alter. Aber hier, das war die Aussicht, die ich eigentlich so filmen wollte. Direkt hier, also finde ich ultra geil, diesen Spot hier. Hier direkt vor irgendwo ist das Baseballstadion und da hat man halt so eine ultra krasse Sicht auf die Skyline. Und dann habe ich mir das neue Bike gekauft, dieses BMX-Rad. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ja, ich fahre jetzt BMX, Leute. Da habt ihr es. Amateur. Autsch. Alter, für den Case brauchst du auf jeden Fall einen Anwalt. Dude, like. And I'ma work it out, 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 yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go. Everybody wanna make millions, but not everybody. Den Track, den fühle ich so hart. Der erinnert mich an das komplette halbe Jahr dort. They've been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow, I've been going to get it. They not gonna forget it. I've been going up, they've been staying afloat. My music been personal, telling my stories. I'm telling the truth, and my life been exposed. Talking to fans that we in it together. I'm never gonna. Junge, gönnt euch einfach diese 24er Rims auf dem Ram, Alter. Ehrlich. Ist zwar kein Jeep, aber straight up offroading. Das war's mit der Session. One day in the life. Let's go. 18.01.2018, das heißt fast 3 Jahre her. Das sollte, ich weiß nicht, ich glaube, das sollte so eine Traumszene darstellen.
Ach, das habe ich da noch mit reingeschnitten. Ja, das war sogar an dem Tag. Oh, scheiße. Das sollten meine Augen sein, die ich öffne. Das waren aber meine Finger vor der Kamera natürlich. Wie hätte ich es anders machen sollen mit meinem Low Budget? Einfach, ich hatte ja nur eine GoPro. Und dann habe ich... Ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass er mich auch geschlagen hatte. Ich dachte immer, der hätte nur Dylan geschlagen, aber egal. Auf jeden Fall sollte das hier meine, sollten das meine Augen sein, die ich öffne am frühen Morgen. Ich sehe natürlich direkt mein Rad. Das war die Aussicht aus meinem Fenster direkt auf Tankstiela. Aber immerhin Palmen vor der Tür, was will man mehr? Und Sonne. Schön, schön GoPro verdeckt, einfach mit Gähnen. Das war die Crypta, die wir uns geteilt haben. Erstmal jeden Morgen Erdnussbutter. Erdnussbutter leer heißt, ich muss erstmal gegenüber in den Supermarkt. Alter, war die Quali echt so scheiße oder? Scheint so. Details geleakt. Sprühöl besser. Einfach Eier, Eiweiß außer Packung, Alter. Das war halt nicht geplant, das ist mir dann an dem Tag einfach real passiert, Alter. Erstmal MX-Videos reinziehen zum Frühstück. Dann wollte ich halt in den, in den berühmt-berüchtigten Venice Beach Skatepark. Und wie das dann im Endeffekt gelaufen ist, seht ihr in einem anderen, habt ihr in einem anderen Video den ja gesehen. Damn! Damn! Erstmal Training. Ganz wichtig. Also hier hat mich noch keiner genervt beim Fahren. Bei diesem Teil hier. Er ist wirklich in dieser, bei der Bowl da. Da wurde es dann stressig. Ich war ja öfters in dem Skatepark fahren. Es gab ja nur diesen einen Tag Stress. Danach war ich da ja nie wieder. Aber ich war ja öfters dort fahren. Und meistens war es so, du bist hingekommen. Die haben dich alle schief angeguckt. Du hast einen Backflip gemacht. Alles war okay. So richtig weird.
Ja, und dann kam Dylan. Und der hat mich sogar noch gefragt in dem Moment, no one's giving you shit yet, also wie kann das sein, dass sich noch niemand angemacht hat, weil er wohl wusste, dass sie da ein bisschen stressig sind. So. Und dann wurde es halt stressig. Vorher hat mir einer gesagt, so ja, ist hier nicht Bikes sind hier nicht erlaubt, was halt eigentlich Unsinn ist, aber habe ich gesagt, ja okay, weiß ich, aber bin halt weitergefahren. Aber es ist halt eigentlich erlaubt. Dylan übrigens richtig wild, wie er unterwegs ist auf dem BMX. Fährt jetzt auch für Young Talent übrigens, weil er auch Mountainbike fährt. Alter, wer kennt's noch? Wer kennt noch? Hayden McKenna hieß der Kerl. Sein Vater, einer von den OG-Skatern aus Venice Beach, so, die damals das Skaten überhaupt groß gemacht haben. So. Und, Alter, er natürlich, er hat irgendwelche Model-Deals gehabt mit Hollister. Der Kerl. With your ugly ass bike. OG Suicidal, das ist so eine Gang aus Venice Beach da. Und er wollte halt sagen, der Dude, dieser Gangmember meinte halt so, ist okay, dass wir da fahren. Der war quasi auf unserer Seite. Du bist im Skatepark, nicht im Bikepark. Und dann ging er halt auf Dylan los, Alter. Ich hab erstmal nur versucht zu deeskalieren, Alter. Dann haut er mir einfach komplett den Helm vom Kopf. Am Ende kam er so, genau, ich hab dann irgendwie, irgendwas hab ich verloren. Ah ne, das war, ne, von Dylan. Dylan hat sein Mikrofon verloren und dann hat er mir das sogar noch wiedergegeben, der Kerl, der mir erst den Helm vom Helm geboxt hat. Oder eine Mütze oder so von Dylan, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall der Kerl. I got your stuff. Und dann kommen aber immer noch hier Polizeisirenen, Alter. Bro, riding for 3 hours. Stop. Dann hat das nicht aufgehört, Alter. Was war denn dann noch? Genau, weil die halt wussten, dass Dylan halt die Kamera am Laufen hatte. Die haben nicht gecheckt, dass ich eine GoPro auf hatte, aber die wussten, dass Dylan die Kamera am Laufen hatte. Und dann wollten sie ihm, glaube ich, irgendwie sein Bike wegnehmen oder haben ihn halt gedroht, ihn weiter zu boxen. Ne? Yo, that was crazy. Aber darum ging es im anderen Video dann noch weiter. Das habe ich hier dann rausgeschnitten aus dem Day in the Life. Crazy. Jeden Tag habe ich da gegessen bei Chipotle. I have a bowl for here. Tomatoes, corn, a little bit of sour cream, a little bit of cheese and lettuce. Thank you. Das war mein Weg zur Uni übrigens. Chipotle wird essen. Können wir auch machen, Luis. Ich bin down. Ich weiß nicht, da wollte ich irgendwas ausdrucken und auf jeden Fall hat der Computer es die ganze Zeit versaut. It's locked in the back of the truck. You can't see in there if there's a bike in there. Whoever did it had to know. And then she was mad. Das war mein Berater von der Uni. Already. Sounds so good, but I pass. It was nice talking to you. Again. All right. Have a good day. Bester Mann. Aber er wollte nicht, dass ich nach Mexiko gehe, weil er dachte, ich komme nicht wieder rein. Habe ich mir richtig Mühe gegeben damals. Ich weiß nicht, ob ich da keine Musik reingeschnitten hat oder ob ich die rausnehmen musste wegen Copyright. Immer nur am Essen, Alter, geht gar nicht. 2 double, 1 regular and 1 animal style. Yo.
Wenn man After Effects entdeckt oder einfach Ultra Key. Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, vorher in Photoshop ausgeschnitten und dann einzeln eingefügt. Arbeit, Arbeit. Habe ich Flare Whips probiert ins Vorbild, Alter. Und dann habe ich Flares probiert mit Linux. Come on! Space Guy, Sean Curlis, Alter. Da hat jemand eine Ahnung. Der geht richtig ab mittlerweile. Der fährt auch, glaube ich, mittlerweile für. Also, ich weiß nicht, ob er komplett für Monster fährt oder er ist auf jeden Fall in dem Monster Ambassador Team. Die Zähne fast rausgeschlagen waren am anderen Tag. Das war nicht an dem Tag. Glaube ich. Genau, Monster Army heißt das. Genau. Pedal Slip, Alter, nach 10 Versuchen immer noch nicht. Ja. Why? Yeah, boy. Dude, mad props. Way to put in a word for that. Thank you. So good. Bester Mann, der Justin. Alter, guck mal, ich habe Rückenpanzer angehabt und alles da drum komplett verschwitzt, Alter. Yeah! Hey, Nick. Alright, going home. Yeah. Ja, dann wieder nach Hause. Das war die Tiefgarage übrigens unter der Bude. Erstmal eine komplette Packung Popcorn reinknallen, Alter, weil Essen ist alles. Erstmal Video schneiden. Erstmal Home Gym. Erstmal noch, so behindert wie ich war, habe ich halt abends um irgendwie 23 Uhr oder so mir erstmal Pre-Workout reingeballert. Weird Flex. Shit. Und zum Abschluss, ihr wisst, nochmal essen. Alter. Yo, das. Ne, ist es das Video? Das ist eins meiner Lieblingsvideos, das können wir gleich mal abchecken. Ich glaube, das ist Best of NTB Tricks oder so. So ein geiles Video. Hühnchen mit Reis, Leute. Hühnchen mit Reis. Ja, Best of MTV Tricks 2013. Das Video ist so geil. Das habe ich natürlich an dem Tag. Ich will natürlich nie normalerweise noch drei verschiedene Sessions fahren und dann noch ins Gym und dann noch Pool so. Aber an dem Tag habe ich natürlich fürs Video dann alles an einem Tag gemacht. So. Alter, was eine Zeit. Aber das muss ich ist eins von den Videos, wo ich schon mehr so ein bisschen stolz drauf bin, weil das halt nicht so ein Standard-Vlog ist, sondern weil ich da halt schon ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt habe als in so einen Standard-Vlog. Und das gucke ich mir dann auch gerne später nochmal so wieder an, so als halt so geile Erinnerung.